Ihr habt es vermutet, ihr habt darüber spekuliert und ja, die Katze ist aus dem Sack. Meine Stimme, die Stimme, die euch durch so viele Videos geführt hat, stammt von einer KI. Das denken zumindest jene unter euch, die fest davon überzeugt sind, dass Frauen nicht die Fähigkeit besitzen, eine Stimme wie ein Instrument zu beherrschen. Und deshalb muss da wohl ein Mann am Werk sein. Geschlechterklischees. Wie herrlich altmodisch und gleichzeitig absolut lächerlich. Ich muss schon sagen, diese Kommentare, die waren wirklich erfrischend. Ich frage mich aber auch, ob diese lieben Zeitgenossen jemals eine Doku gesehen oder auch nur den Nachrichten gelauscht haben. Solche Stimmen gab es doch schon lange vor dem Zeitalter der KI. Perfektes Hochdeutsch von echten Menschenlippen gesprochen. Auch die Charaktere aus Film und Fernsehen haben sich ihre Stimme irgendwann mal irgendwo geliehen. Die Stimmen der meisten Sprecher sind zudem recht vielseitig. Ich zeige euch mal ein paar Ausschnitte aus den Stimmproben, die ich sonst zur Bewerbung nutze. Wir befinden uns auf einem Planeten in einer fernen Galaxie. Die Menschheit hat die Erde zugrunde gerichtet und übrig geblieben sind nur unsere Helden. Kurz gesagt, wir sind am Arsch. Ich wünsche mir, warte, unendlich viele Wünsche! Sie sind spät dran, Detective. Ich glaube, Sie könnten ein bisschen Gesellschaft vertragen. Ohne mich hättest du gar nichts zustande gebracht. Du bist nur schwach und einsam. Du kannst einem fast leid tun. Sicherheitssystem. Verifikation notwendig. Zutritt verweigert. So gruselig, wie alle sagen, finde ich sie überhaupt nicht. Außer vielleicht... Oh, geh doch! Was ist das? Ein Ultrascan hat ein weiteres Schiff geortet. Was macht es da ganz allein? Verlier bloß nicht deinen Zauberstab, sagte er. Oh, wie konnte ich nur so dusselig sein? Was mache ich bloß ohne meinen Zauberstab? Er wurde aus dem feinsten Einhornhaar des allerletzten Einhorns gefertigt. Oh je, oh je, das gibt Ärger. Man nennt diesen Ort nicht ohne Grund Düsterwald. Hier stinkt alles nach Fäulnis und Schimmel. Schon am späten Nachmittag scheint keine Sonne mehr durch die bemoosten Baumkronen. Dann fühlt es sich an, als würde die Nacht zurückkommen und mit ihr die Kreaturen des Waldes mit unstillbarem Appetit auf alles, was einen Herzschlag hat. Also, furchtbar ist das hier. Ja, und Überraschung, das war jetzt wirklich jedes Mal ich. Es ist wirklich erstaunlich, wie Menschen sich selbst überzeugen können, die Welt sei so einfach gestrickt. Sein oder nicht sein, schwarz oder weiß, KI oder nicht KI. Wer braucht schon irgendwelche Fakten, wenn man so bequem in seiner eigenen kleinen Blase der Ignoranz leben kann? Die Wahrheit ist, meine Stimme ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und Ausbildung als Schauspielerin und Sprecherin. Kein Wundermittel, keine KI-Magie, nur viele Stunden Übung. Und definitiv kein Mann, der sich als Frau ausgibt. Ich habe einfach keine Lust, mein Gesicht für YouTube in die Kamera zu halten. Warum auch? Habe ich ein Gesicht, das nur fürs Radio gemacht ist? Vielleicht. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass ich entspannten Content produzieren will. Ohne viel Schnickschnack, ruhig und im Stil einer Dokumentation. Und die werden nun mal ohne viel Wertung in einer Stimme gesprochen. Durch das Hochdeutsche wirkt meine Stimme auf manche von euch vielleicht zu clean. Aber lasst mich euch versichern, meine Stimme hat genauso viele Macken und Eigenheiten wie jede andere menschliche Stimme auch. In meinem privaten Sprachgebrauch ist mein Lieblingswort Digger. Das passt dir nur irgendwie nicht so gut rein. Natürlich könnte ich das T in dem Wort ist vernuscheln, aber warum sollte ich? Und es heißt nun mal Erdbeere und nicht Erdbeere. Wir leben auf der Erde und nicht auf der Erde. Das ist ein E und kein Ä. KI ist sicherlich praktisch, doch sie ist noch lange nicht perfekt. Doch wenn es euch besser schlafen lässt, wenn ihr denkt, dass diese Stimme aus dem Computer stammt, bitteschön, Fantasie ist ein wunderbares Geschenk. Und selbst wenn meine Stimme das Ergebnis einer KI wäre, wäre das wahrscheinlich immer noch besser, als den selbsternannten Internet-Rambos zuzuhören, die hinter ihren Tastaturen sitzen und sich wie die Könige des digitalen Dschungels fühlen. Jetzt äußere ich mich nie wieder dazu. Alles klar, tschüss, danke.